Hi, ich will euch jetzt mal zeigen, wie ich meine Vorfächer für die Boilie-Montagen binde. So, was ich für meine Montage alles brauche, ist natürlich ein Haken. Meistens nutze ich Größen so von zwischen 2 bis 6. Das ist eine Vierergröße in meinem Fall. Dann natürlich Vorfachmaterial. Da teste ich zurzeit ein bisschen von Carbleeds, das Implex, das ist ein beschichtetes Vorfach. Ja, im ersten Schritt müsst ihr einfach natürlich von eurem Vorfachmaterial, was ihr nutzt, die Länge, wie ihr es ungefähr haben wollt. Ich halte meine im Großen und Ganzen meistens recht kurz. Und da ich ein beschichtetes Vorfach habe, muss ich jetzt erstmal ein Ende abisolieren. Da gibt es von verschiedenen Herstellern extra so Tools. Vorfachmaterial rein. Und dann kann man die Ummantelung ablösen. Als nächstes, zuerst binde ich hier vorne in die Schnur eine kleine Schlaufe, die ist später dafür da, um den Boilie-Stopper zu halten. Also ein ganz normaler Schlaufenknoten. Den überstehenden Rest schneide ich weg. Die Schlaufe muss auch jetzt nicht super klein sein oder so, weil da steckt ja später sowieso der Boilie oder der Pop-up, je nachdem, was man dann eben drauf macht, vorne dran. So, dann nehme ich das Vorfach und führe das Ende, das später an meine Hauptschnur kommt, von oben über den Rücken von dem Haken ein. Damit später das Haar, wo der Boilie befestigt wird, schön oben auf dem Rücken liegt. Dann wählt man die Länge, wie lang das Haar eben wegstehen soll. Je nachdem, ob man einen Pop-up, einen Boilie, zwei Boilies, je nachdem die verschiedenen Größen drauf machen will. Das sollte in meinem Fall ausreichen. Und dann ist es eigentlich ganz einfach, dann nimmt man einfach die Schnur und wickelt die einige Male feste über den Hakenrücken. Und dann gehe ich wieder von oben durch das Öhr und ziehe das Ganze an. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch hergehen und das Ende von dem Vorfach abisolieren. An sich würde das so schon normalerweise funktionieren. Ich nehme aber zurzeit auch immer noch sogenannte Liner. Gibt es auch von verschiedensten Herstellern. Zurzeit teste ich auch einfach mal von Carbleeds. Zieht man über die Schnur und bringt es dann auf die Öse von dem Haken auf. Geht manchmal ein bisschen stramm, aber soll ja auch feste halten. So. Und diese gebogenen Schläuche, die dienen einfach dazu, dass der Haken aggressiver steht und sich der Haken dann eigentlich immer richtig dreht, damit er dann greifen kann.
Ist natürlich noch leichter, wenn die Boilies vorne dran sind, weil da hat man noch ein bisschen mehr Gegengewicht. Aber das richtet wirklich einfach nur den Haken aus, dass er packt. Gut, jetzt mache ich hier am Ende einfach nochmal eine größere Schlaufe rein. So, das überstehende Ende kann man auch wieder kürzen. Ja, dann ist das Vorfach eigentlich schon fertig. Und das hänge ich jetzt nur noch in meine Rute ein. Und dann sieht das Ganze jetzt so aus. Hier hängt die Schlaufe drin, ohne Knoten, somit keine Schwachstelle. Der Haken. Ja. Jetzt heißt es nur noch Boilie aufziehen und die Montage ist fertig. Ja, das war jetzt schon noch die Art und Weise, wie ich meine Vorfächer binde für die Boilie-Montagen. Recht simpel. Ich kenne viele, die das so machen. Falls ihr ein bisschen eine andere Methode habt, zeigt die mir doch mal oder erklärt die mir, weil auslernen kann man ja nie. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal.